So, da sind wir wieder bei Breath of Fire. Okay, ja, wir müssen jetzt zur Jokerhöhle. Ja, da wird nämlich Nina, die Schwester von einer von dem, irgendwie festgehalten. Ja, die müssen wir jetzt retten und bla, also mach mal das mal. Los geht's. Typisches Rette die Prinzessin Prinzip. Sorry. Aber eigentlich sind wir ja auch noch auf der Suche nach einer Diebin, aber das hält uns jetzt irgendwie alles davon ab. Ach Gott. Und die Story ist jetzt ein bisschen seltsam noch. Krieg ich noch nicht so ganz durch, was das eigentlich jetzt alles so... Viele loben ja das Spiel wegen der Story, aber ich merke davon noch nicht viel. Meistens heißt es dann ja eh, rette die Welt. Aber ja. Also... Nicht immer, allerdings. Ich habe ja schon Spiele gespielt, die hatten ja gar nichts mit. Also Suikoden zum Beispiel, da geht es nicht darum, die Welt zu retten. Und das Königreich oder ähnliches. Und das finde ich halt schon wesentlich. Oder nicht unbedingt das Königreich, sondern einfach um eine gewisse Gefahr zu bannen, die nicht mehr mit... Also, es geht nicht immer nur um Weltretten. So. Punkt. In einigen Spielen. Aber... Naja, schauen wir mal. So, kommen wir jetzt hier durch. Hey, was euch reinlassen? Nix da, haut ab! Oh, jetzt kämpfen wir. Okay, alles klar. Da wir den nicht kennen, machen wir das mal so. Abschaum, alles klar, Angriff, go! Keine Ahnung, wie viel er aushält. Okay, nicht viel. Und hier vorne ist Punkte 5. Oh, die geben gut. Gott, die geben beides viel. Hält mir. So, da haben wir einen Gegner, da haben wir einen Gegner. Mein Vater ist der jüngere Bruder vom Boss, weißt du? Ah, hier muss ich auch nicht mehr kämpfen. Alles klar. Ich will an die Kiste ran. Hey, der ganze Schatz gehört unserem Boss. Er würde ihn nie mit mir, seinem jüngeren Bruder, teilen. Ja, ich würde aber gerne dran. Naja, gut. Kommen wir hier erstmal nicht weiter. Der Boss heißt Joker. Mein Name ist Gebara und dies ist die Toilette. Oh Gott. Alles klar. So, was haben wir hier? Irgendeine Person? Windo heißt der? Ich heiße Windo. Und ne, bitte. Hi, ich heiße Windo. Ich habe mit dieser Joker-Gang aber nichts am Hut. Ich lebe in dieser Höhle, weil ich bisher noch kein Haus gefunden habe. Okay. Ja, irgendwie mehrere, die da sagen, wir würden gerne ein Haus wohnen oder so. Macht meine Vermutung mit einer Burg bauen irgendwie immer höher. Das wäre echt cool. Vielleicht aber auch eine Stadt, weil Haus ist ja nicht unbedingt eine Burg, ne? Naja gut, schauen wir mal. Ich kenne den Boss seit meiner Kindheit, aber in letzter Zeit hat er sich ganz schön verändert. Oh. Zufallskämpfe, alles klar. Ghoul. Okay, ein Ghoul hier. Aber die sind jetzt auch nicht unbedingt viel schwerer. Das ist schon mal gut. Aber trotz allem Rinpo immer noch recht wenig Lebenspunkte, finde ich. Also da muss unbedingt noch was gemacht werden. Rinpo reicht Level 9. Yay! Ich bin der Freund des Sohnes des Bruders des Bosses und ich heiße Gabe. Das ist Tereru. Die Wache des großen Schatzes heißt Reiti und sein Sohn heißt Pain. Der ältere Bruder vom Boss ist Gebara. Wenn du genauer nachdenkst, haben alle irgendwie miteinander zu tun. Ja. Und warum muss ich... Oh, bitte sag mir nicht, dass ich eine Risse lösen muss, wie alle Namen wissen muss, Alter. Krisch. Ja? Ich und mein Gedächtnis. Das hat mich in letzter Zeit ganz schön verändert. Der Boss hat sich ganz schön verändert. Ist auch besessen oder sowas. Naja, schauen wir mal. Was? Bist du ein Bekannter vom Boss? Dann sag mir den Namen des Neffen vom Boss. Oh nein. Den Neffen vom Boss. Das müsste der Bruder vom Sohn sein. Wie ist der? Tereru? Du hast mich angelogen. Nimm dies. Haja! Okay. Na gut, haben wir halt einen Kampf mehr. Gibt Schlimmeres. Ich und mein Kurzzeitgedächtnis. Produkt auf den Knopf. Yay. So. Was? Was? Du hast noch nichts vom Boss gehört?
Der Knopf dafür in diesem Loch. Ja, da ist aber irgendwas am Leuchten. Das gefällt mir gar nicht. Das sind doch Augen. Rimpo steckt die Hand in das Loch. Rimpo wurde in die Hand gebissen. Rimpo nimmt den Schaden. Haha, reingefallen. In diesem Loch lebt eine Giftspinne. Wärt ihr Freunde vom Boss, dann hättet ihr das gewusst. Und jetzt ergebt euch. Na super. Die ist auch noch vergiftet jetzt. Muss mal gerade gucken, ob ich sie wieder entgiften kann. Mit einem ein Gegengift. Das heißt, ich mache sie lieber erstmal kaputt und dann, weil sonst vergiftet mich die Spinne nochmal. Dann wäre das nämlich nicht so toll. Oh, jetzt sind sogar beide vergiftet. Houston, we have a problem. Oh, wir haben sie platt gemacht. So, jetzt muss ich ja gucken, wenn ich entgifte. Ich glaube, mach Rinpo, weil die hat weniger Leben. Wenn die mir weg, wäre das nicht so toll. Gegengift. Auf Rinpo. Jetzt muss ich ja mal gucken, was ich da machen kann. Ordnen wir das mal alles. Ah, wir haben noch ein Gegengift, sehe ich gerade. Gut, gut. So. Müssen wir uns mal heilen. Machen wir mal eben. Oh, ja, machen wir mal. Items, Kräuter. So. Gut, weiter geht's. Gehen wir mal hier lang. Da gibt's eine Kiste. Aber wir werden erstmal angegriffen, aber von Ghoulen, die nicht so schwer sind. War fast mit einem Schlag down gemacht werden. Rimpo noch ein Level abgeben, dann geht das. Der rollt echt gut rein, die Frau. Boah, noch ein Angriff. Taschendieb. Was sind neue Gegner? Okay. Oh, die halten ja gar nichts aus. Rinpo erhält Glücksbonbon. Machen wir das Glücksbonbon. Lass mal gucken. Will nutzen. Haben wir das Glücksbonbon hier irgendwo? Ja. Glückssteigernd. Oh, Rio. Keine Ahnung, was das jetzt genau bringt, aber ja. Machen wir mal. Otto! Zack! Taschendieb. Fällen ja nicht viel aus. Machen auch keinen Schaden. Ziemlich unnötiger Gegner. Aber die geben halt viel Geld. Muss man ganz klar sagen. 52. Boah. Alter, sind die Zufallskämpfe. Und ein Ghoul. So, da haben wir da rechts eine Truhe. So, jetzt aber die Truhe. Jawohl, Rimpo hält Silberdolch. Oh, könnte natürlich eine neue Waffe sein. Jawohl. Kupferklinge, Silberdolch. Das ist eine Steigerung von 54 auf 60. Yay. Sehr schön. Rimpo. Da haben wir keine Verbesserung, okay. Ja, ist eine Waffe für Rio gewesen. Sehr schön. Mal ein bisschen mehr Schaden. Ist natürlich nicht schlecht. Aber so langsam aber sicher. So. Oh, was ist das denn? Irrlicht. Machen wir erstmal kaputt. Okay, das hält ein bisschen was aus, scheinbar. Kraft senken. Das heißt, unsere Angriffskraft wird wahrscheinlich runtergesetzt. Ja.
Die machen nur 7 Schaden, ob das zuschauen geht. Obwohl ich gesenkt werde, 56. Was? 31. 90. Ja. 80 Erfahrungspunkte, 22 Münzen. Damit noch einen neuen Gegner besiegt. Da ist eine Treppe. Hier rechts ist noch eine Truhe. Die nehmen wir noch mit. So. Die Gegner sind jetzt nicht wirklich so problematisch hier. 100 Tenny, yay! Und wir werden schon gleich wieder ausgeraubt. Oder wir sterben oder irgendwas in der Richtung. So. Problem ist natürlich nur, ich weiß nicht, wann hier vielleicht ein Boss kommt und dass ich vorher mich mal hochheilen könnte oder so. Aber naja. Hier sollte ich mich vielleicht mal wieder hochheilen. Ich weiß nicht. Lassen wir mal lieber noch. Da kann ich nichts machen. Okay, doch, ich sollte mich hier mal hochheilen. Items benutzen, Kräuter. Der Boss ist ja beschäftigt. Geh woanders hin. Danke für den Hinweis. Du kannst jetzt schlafen gehen. Ja, wie nett. Auto. Yay, Spezialattacke. Zack, tot. So geht das. Erreicht Level 10. Jawoll, Rimpo hat Level 10 erreicht. Was ist denn das für einer? Der sieht fett aus. Gib sofort meine Schwester Mina frei. Du bist sehr süß, wenn du sauer bist. Mina, willst du mir dein schönes Gesicht nicht mal näher zeigen? Gib auf der Stelle meine Schwester frei. Hey Baby, hör auf den Boss. Sei still und tu, was er sagt. Glaub mir, das ist besser für dich. Fass mich nicht an. Wow. Los, befrei Mina endlich. Nächstes Mal gibt es nur eine Verbrennung. Nicht nur eine Verbrennung. Hoho, ich sollte sie dir jetzt eigentlich bringen. Schwester! Mina, ich bin hier, um dich zu retten. Och, wat nett. Das ist echte Liebe, aber nicht jetzt. Aber du hast es versprochen, befrei sie auf der Stelle. Ich fürchte, das geht nicht. Du müsstest denn... Da müsstest du schon ganz lieb fragen. Besser gesagt, bevor ich sie freilasse, musst du erst Folgendes versprechen. Ich verspreche dir, mit meiner Magie zu dienen und damit deine Sklave zu werden. Also versprich's mir, ich will deinen Körper. Ich werde niemals ein Nein akzeptieren, Mina. Du willst doch Mina retten, oder? Wenn du es aus eigener Kraft nicht kannst, dann musst du mir eben dienen. Bring Mina her, sie soll sich hier vor mich stellen. Bring Mina her, sie soll sich vor mich... Nochmal? Okay. Mina, sag es, schwöre, dass du mir deinen dienen wirst. Rio, das ist schlecht, wir müssen Mina helfen. Lass uns zuerst die Geisel befreien. Also von hier aus irgendwie wahrscheinlich, ne? Ja. Easy shit. Überlass das mir. Mina, bist du bereit, dein Eid zu leisten? Und du versprichst, meine Schwester danach gehen zu lassen? Nein, Mina, tu das nicht! Mina, wir haben deine Schwester gerettet. Huch, wer ist das? Tötet diese Komikerin sofort! Okay. Wie heißen die denn? Abschaum alle, das sind ja lächerlich. Umhauen. Ja, das wird mit Auto gemacht, locker. Locker. Hm.
die halten ja nichts aus. Machen aber an der Rindwurm immer noch recht viel Schaden. Schwerer Schlag, bam, tot. So, 360 Erfahrungspunkte und 200 Münzen halten. Du musst das. Okay, hier sind wir fertig. Jetzt haben wir nichts mehr zu befürchten. Oh nein, jetzt habt ihr alle meine Männer erledigt. Vergib mir bitte. Buhuhu. Wow, brutal. Danke. Ihr habt uns das Leben gerettet. Es war zwar gefährlich, aber wir haben es geschafft. Kein Problem für uns, sowas. Au, aua. Das hat wehgetan. Wie konntest du mir so, mich nur so verletzen? Der lebt noch? Ja, tatsächlich, der ist auch irgendwie. Haha, du bist ein Närrin, Nina. Für diese Schmach wirst du bezahlen. Ich werde dich töten. Und jetzt haben wir Nina, die damit kämpft. Sehr schön. Also gut. Herr Joker. Sieht echt komisch aus. Magie kann die ja nach wie vor nicht. Wille? Magie? Oh, Vakuumklinge einzeln. Donner, alle. Flammenstein einzeln und... Umstoß, Flammenstein einzeln. Eiswind, Eisblock einzeln. Ja, was machen wir denn da? Machen wir mal das. So. Mal, wie viel Schaden das macht. Reiz. Oh Gott, das ist ja nichts. Das ist ein echt hässliches Ding, du. Stärke. Magie haben wir da ja nicht. Angriff. Nehmen wir einen anderen Angriff. Machen wir mal Tornado. 21. 31. 35, das ist schon schöner. Machen wir lieber den Tornado-Angriff. Angriff, Angriff, Magie, Tornado. Magiepunkte hat er eigentlich ziemlich viel, ne? 36 noch. Und dann mal wieder eine Vergiftung. Oh, und der hat eine ganz schön auf die Nuss gekriegt da. Magie, Verarztin. Und zwar die Nina. Item. Gegengift. Auf sich selber. Ich weiß halt nicht, was Wille ist, deswegen werde ich mich bis zum nächsten Part informieren. Machen wir hier einen Tornado. Wir müssen den Part dann sowieso beenden nach dem Bossfight. Schwerer Schlag, zack. Okay, der hält einiges aus, muss ich ihm zugeben. Aber das bringt uns nicht vom Spiel ab. Das ist nur blöd, dass man meine Lebensbalken so nicht sehen kann irgendwie. Das ist, naja. Angriff. Magie. Tornado. Schaden macht eigentlich mit jedem Schlag. Muss man drauf achten jetzt. 71. Das ist schon ein harter Schlag, hä? 34. 20 Schaden macht er. So. Machen wir hier nochmal einen Angriff. Machen wir jetzt mal... wir können ja mit der keine Magie anwenden. Na gut, noch Angriff. Magie, Tornado. Ach, besiegt. Gut. 900 Erfahrungspunkte und 200 Münzen erhalten. Rio erreicht Level 12. Huch, warum? Warum? Ich kann nicht glauben, dass mir das passiert. Das ist nicht möglich. Nina! Warum hast du das Schloss verlassen, Mina?
Tut mir leid, ich wollte dich doch nur sehen. Es tut mir wirklich leid. Danke. Wegen euch beiden war es mir möglich, sie hier zu beschützen. Ich muss sie nach Hause bringen. Die anderen machen sich bestimmt Sorgen. Warte. Lass uns doch zusammengehen. Immerhin hatten wir viel Spaß zusammen, oder? Wirklich? Ich hatte schon befürchtet, allein zurückgehen zu müssen. Ich bin euch etwas schuldig. Oh, ist schon in Ordnung. Du kannst uns ja beim nächsten Mal ein paar Magiesprüche beibringen. Lass uns gehen, Mina. Ryo, Rinpu und Mina beschließen, gemeinsam nach Windia zu gehen. Muss ich aber immer noch die Dieben finden, ne? Nicht vergessen. Naja, gut. Dann wollen wir jetzt hier raus. Aber wir beenden dann jetzt erstmal den Part. Und zwar, bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Windia. Vielleicht gucken wir aber auch vorher noch in Kolosseum oder Carassia oder wie auch immer nochmal die Stadt da hieß. Wegen Ausrüstung für Nina. Aber naja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.